So, jetzt sind wieder Kinder aus Moria bei uns angekommen und wir glauben, wir haben unseren Anteil an diesem humanitären Akt erledigt. Dem ist nicht so, sondern viele Menschen warten in Kara Tepe darauf, dass sie endlich eine Perspektive haben. Und wir als reiches Land sollten nicht nur alle Anstrengungen unternehmen, um im Prinzip die Corona-Krise zu bewältigen, sondern wir müssen humanitäre Leistungen weltweit und gerade auch für geflüchtete Menschen durchsetzen. Und wie zögerlich das ist, zeigt uns das Beispiel, da kommen Kinder an, 13-Jährige, deren Eltern noch in Afghanistan sind, deren Tante noch in Kara Tepe sind. Und wir glauben, wenn wir ihm eine Zahnspange spendieren, ist seine Perspektive fürs Leben gesichert. So ist es nicht. Sondern wir brauchen in der Tat mehr Familiennachzug, mehr bessere Hilfe für Moria und für das Nachfolgecamp. Wir brauchen einfach auch das Einhalten von unserem Anspruch, dass wir das Asyl